So, Ulrich. Ulrich wollte noch was erzählen. Da ist er. Bitte, Ulrich. Ja, grüß Gott, alle miteinander. Ich wollte ein paar verschiedene Themen ansprechen. Ja, ich fange auch nochmal mit Kobane an, weil da vorher gesagt wurde, wozu man die Türken bringen müsste. Vollkommen richtig, an den Türken liegt's. Aber Kobane, muss ich sagen, hat mich auch ein Stück weit aus der Bahn geworfen, weil ich, bis ich verstanden habe, was dort eigentlich abgeht, irgendwie die Hoffnung hatte, es gäbe keinen Plan dahinter. Und irgendwann wurde mir deutlich, das ist ein Plan. IS ist nicht stark von der gesamten Größe, jetzt rein militärisch betrachtet, gemessen an dem, was in Armeen in der Welt steht, was die Amerikaner könnten. Denn die wirkliche Gefahr von IS, und die ist wirklich immens, die wirkliche Gefahr besteht darin, dass IS gewollt ist. Ja? Ich wiederhole es, die Türkei spricht neuerdings von Neo-Osmanismus. Ja? Erdogan will eine große Rolle in der islamischen Welt spielen. Und Erdogan lässt IS vorkämpfen und will dann befreite Gebiete haben. Wir wissen nicht, ich weiß nicht, ob IS bleibt, aber wir wissen, dass die Kämpfer gegen IS, die jetzt die USA ausrüsten, in Saudi-Arabien geschult werden. Saudi-Arabien ist ja bekanntlicherweise das Land, das den Terrorismus bis jetzt am meisten gefördert hat. Und es handelt sich jetzt um gemäßigte Islamisten, die gegen IS und gegen Assad kämpfen. Na, gegen wen jetzt? Gegen beide gleichzeitig? Oder erstmal gegen Assad, dass das Land leer ist und dass wir dann ein großes islamisches Reich haben. Und dann gehört Saudi-Arabien und Türkei und Iran und Syrien auf einmal zusammen. Und dann kann es weitergehen. Es deckt sich leider mit einigen Prophezeiungen, die besagen, dass es noch viel weiter geht. Das wäre überhaupt kein Problem, wenn das nicht so gewollt wäre. Das ist unser Problem. Was hier geschieht, geschieht mit unglaublicher Wucht, mit Macht, mit Brutalität. Und niemand von den wirklichen Mächtigen will etwas anderes als das Initiieren dieses beginnenden Weltkrieges. Das ist unsere Situation. Und das muss man ganz klar so sagen. Ja, natürlich, das müssen wir von unseren Politikern fordern. Steigt der Türkei endlich auf die Füße. Die Türkei muss aus der NATO. Die Türkei ist bei dem, was sie derzeit tut, kein Partner. Das muss man ganz klar sagen. Ebenso wie Saudi-Arabien. Das sind keine Partner. Und sie dürfen nicht mehr als Partner behandelt werden, indem sie unterstützt werden. Das muss unsere Forderung an unsere Politiker sein, an unsere Freunde, an die Amerikaner. Und wir müssen unseren Bürgern ganz klar sagen, was hier abgeht. Es geht hier nicht um einen Kampf gegen IS. Ich bin auch immer wieder versucht, mich zu freuen, wenn Bomben auf IS fallen. Ich muss der Versuchung gar nicht erliegen. IS wäre nicht das Problem, wenn sie nicht von USA gestützt worden wären. 2013 haben Al-Qaida-Kämpfer Waffen erhalten von USA. Ja, dieselbe Al-Qaida, die sie Afghanistan platt gemacht haben. Und ich gehe auch nochmal zurück zu 9/11. Die wirkliche Verschwörung, ich muss ja gar nicht fragen, wer die Türme eingeäschert hat, obwohl es mir ziemlich eindeutig erscheint. Ja. Aber ich muss diese Frage gar nicht stellen. Die wirkliche Verschwörung ist ja ganz offiziell bekannt gewesen. Der angebliche Täter Osama bin Laden wurde vom CIA ausgebildet, vor 30 oder 25 Jahren. So lange gilt diese Partnerschaft und sie hat immer in gleicher Weise funktioniert und sie wird fortgesetzt. Die USA finanzieren und treiben den Terrorismus. Und das kann man ganz leicht aufzeigen, wenn man diese geschichtlichen Fakten, die man auf Wikipedia nachlesen kann, zusammenträgt. Ja, ich wollte noch ein bisschen zum Thema Ethik sagen. Ich habe es schon mal angedeutet, aber ich gerade auch, weil ich merke, dass die Leute hier verzweifelt sind und wütend werden, will ich das. Es ist ein bisschen theoretisch, aber wenn ihr ein bisschen nachgeht, wenn ihr dem versucht, es zu verstehen, dann merkt ihr, wie wichtig es für uns ist, diese Gedanken, die ich jetzt erzähle, nachzuvollziehen. Es gibt vier Arten von Gesetzen. Die erste Art sind Naturgesetze. Naturgesetze brauchen keine Polizei. Ich muss diesem Stein, wenn ich ihn in die Hand nehme, nicht erzählen, dass er runterfallen muss. Das tut er von selber. Und wenn er es nicht tut, weil ich zaubern kann, dann bediene ich mich anderer Naturgesetze und
anderer Kräfte, derer ich mich besser nicht bediene. Ja. Aber die Naturgesetze gelten uneingeschränkt und brauchen keine Polizei. Dann gibt es Gottesgesetze oder Vereinbarungen mit Gott. Diese Gottesgesetze sind eigentlich, so würde ich sie verstehen, Vereinbarungen, die ein Gott mit uns trifft, die er uns übermittelt. Und wir sind in gewisser Weise frei, uns daran zu halten, physisch frei. Es macht aber mit uns etwas, ob wir uns daran halten oder nicht. Es hat eine Wirkung auf unsere Seele, auf unsere Psyche. Und wenn ich jetzt einfach mal die 10 Gebote nehme, ich glaube, das sind kluge Gesetze, die uns gut tun. Es ist eine Empfehlung an uns, sie wahrzunehmen. Dann gibt es gesellschaftliche Gesetze, zum Beispiel die in Deutschland gültigen Gesetze, das Grundgesetz und so weiter. Es gibt natürlich moralische Konventionen. Wir müssen uns ganz klar bewusst sein, solche Gesetze sind relativ, sie gelten nur dort, wo sie aufgestellt wurden und wo sie bewacht werden. Das heißt, wenn eine Polizei beispielsweise da ist, die sich darum kümmert, dass ein Verbrechen aufgeklärt wird, dann hat dieses Gesetz eine gewisse Macht. Und ich kann mich als Bürger eventuell unter diesen Schutz dieses Gesetzes stellen, indem ich sage, hey, wenn du mir was klauen willst, dann zeige ich dich an. Das ist eine schöne Geschichte, wenn es funktioniert. Dann gibt es ein individuelles Wertesystem, das jeder Mensch für sich selber entscheidet. Und auch dieses Wertesystem ist relativ. Es gilt nur für den Menschen, der es für sich sagt. Gesellschaftliche Konventionen, die nicht beschützt werden, sind Schall und Rauch, sie haben keine Bedeutung. Warum sage ich das? Wenn ein Mensch ein anderes individuelles Wertesystem hat, beispielsweise weil er sich schlechten Mächten verschrieben hat, dann gibt es kein absolutes Gesetz, das wir in die Hand nehmen können und ihm sagen können, du sollst das nicht tun. Können wir schon, aber es hat keine Wirksamkeit. Wir können es ihm empfehlen, wir können drum werben, wir können uns als Gesellschaft zusammentun und schauen, dass wir die Gesetze beschützen, zum Beispiel indem wir Menschen daran hindern, gegen sinnvolle gesellschaftliche Normen zu verstoßen. Aber diese Dinge sind im Augenblick kläglich am Versagen. Wir leben in einer Zeit, die in die Gesetzlosigkeit abdriftet. Auf der staatlichen, gesellschaftlichen Ebene, auf einer religiösen Ebene in gleicher Weise. Das heißt, wir stehen ziemlich nackig da. Und wir werden wahrscheinlich, das ist seit ganz kurzer Zeit meine schreckliche Befürchtung, wir werden hier schlimme Dinge erleben. Wir werden weiterhin erleben, dass wir hier einsam stehen. Einsam nicht, weil wir sind ganz schön viele, aber relativ sind wir auch relativ wenig. Warum ist es wichtig, warum ist es mir wichtig, euch das zu sagen? Es ist mir wichtig, dass wir nicht in dem Gefühl hier stehen, das darf so nicht sein, das müssen wir aufhalten, dass wir uns verstehen wie ein Wehr, der einen Strom, der am Fließen ist, am Fließen hindern will. Damit überfordern wir uns, damit belasten wir uns unnötig. Ja. Wir stehen hier, das ist meine Empfehlung, unter anderem aus zwei Gründen. Erstens mal machen wir Angebote an unsere Mitbürger. Und ein Angebot, das muss attraktiv sein. Das heißt, wir müssen dran feilen. Ich wiederhole das vom letzten Mal. Ja, Marketing, ja, wenn man so will. Das heißt, es hilft nicht, wenn wir jetzt rüber zum Café schreien und sagen, kommt doch her. Das verstehen die nicht. So wie der Zigarettenverkäufer, dem die Gesundheit seines Kunden wurscht ist, der aber dafür, das klingt jetzt kurios, respektvoll mit seinem Kunden umgeht, weil er ihn dort abholt, wo er steht. Er ist trickreich und listig und unmenschlich, aber trotzdem können wir von ihm lernen. In der Nüchternheit, in der er vorgeht, wenn er die Menschen gewinnen will. Er erwartet nichts von jemandem. Wer Erwartungen hat, der muss warten. Das sagt das Wort, wir sollten unsere Erwartungen nicht pflegen, sondern wir sollten Ziele benennen und danach arbeiten. Und also sollten heißt, ich empfehle das.
Weil wenn wir Erwartungen haben, werden wir enttäuscht. Wenn wir Vorstellungen haben, eine Pflicht zu haben, werden wir uns überlasten. Wir haben ein Ziel, wir haben eine Vision und an der arbeiten wir und für die werben wir. Das ist das, was ich uns empfehle. Und es gibt einen weiteren Grund. Indem wir hier stehen, ja, das ist eine schwierige Geschichte, Demut, Schuld und so weiter. Es ist schwer zu sagen, wir sind frei von Schuld, ja, können wir schwer. Vor allem gegenüber Gott oder gegenüber uns selber, ganz gefährlich. Aber ich denke, wir werden zugemüllt mit der ganzen Schuld, die in dieser Welt angehäuft wird. Es ist, steht im Raum, dass wir mitschuld sind an der ganzen Ausbeutung. Ja, tatsächlich, ich gehe in das Geschäft und kaufe unfair gehandelte Produkte und Beute mit aus. Das tue ich. Und trotzdem, ich stehe hier und sage, nein, ich bin nicht dran schuldig. Es gibt Leute, die wollen, dass das so geschieht, die zwingen mich dazu. Ich gebe meinen Beitrag dafür. Ich lebe so, dass ich alles gebe, was ich geben kann, ohne mich zu überfordern. Dass diese Welt besser wird. Wir, die wir hier stehen, arbeiten an einer besseren Welt. Wir kaufen Fairtrade-Produkte, wenn es nur ein kleiner Teil ist. Und wir sind vernetzt. Wir müssen den ganzen Mist mitschlucken. Aber wir sind an diesem Mist nicht schuld. Wenn wir hier stehen, dann reinigen wir uns. Ja? Und in diesem Sinne, nicht in einem anmaßenden Sinne, nicht gegenüber Gott, in einer gewissen Weise auch gegenüber Gott, sagen wir uns einfach, nein, wir sind an dem, was hier geschieht, nicht schuld. Wir nehmen diesen Dreck nicht in uns auf. Wir tun unseres, um diese Welt zu heilen. Und deshalb tut es gut, hier zu stehen. Es tut uns gut. Und es ist ein Angebot, es ist ein Teil des Angebots, das wir an unsere Bürger machen. Indem wir gleichgültig sind gegenüber dem, was mit uns geschieht, mit unserer Kaufkraft, mit unserer Arbeitskraft, ein Mensch, jeder Mensch, der hier steht, hat Macht. Wir haben sie Macht. Und wenn wir diese Macht nicht annehmen und zu dieser Verantwortung, die aus dieser Macht erwächst, stehen, dann sind wir verantwortlich, mitverantwortlich für das, was andere mit unserer Macht machen. Und das sind die blinden Bürger. Wir können den Menschen nicht helfen, die das tun, aber wir können ihnen anbieten, indem sie hierher kommen und sich einsetzen, nur indem sie sich artikulieren. Ja? Befreien Sie sich ein Stück weit von der Schuld, die andere uns aufbürden, weil das, was wir tun, ein Ausdruck ist, dass wir sagen, nein, wir sind nicht damit einverstanden und wir tun unseres. Und natürlich hilft es nichts, sonst normal weiterzuleben, als wenn nichts wäre. Aber wir, die wir hier stehen, geben unseren Beitrag für eine bessere Welt. Es ist einfach etwas, was der Seele gut tut, dass wir hier sind, in einem guten Geist. Ja, ich glaube, an der Stelle lasse ich es einfach mal gut sein. Sage ich vielen Dank. Vielen Dank.